Es ist 18 Uhr an diesem 28. November. Es ist der 23. Geburtstag von Tuce A. Und gleichsam ist es der Tag, an dem sich ihre Familie und ihre Freunde, die Menschen in Hessen und in ganz Deutschland, von dieser mutigen jungen Frau verabschieden. In diesen Minuten beginnt die Gedenkfeier für sie in Offenbach. Herzlich willkommen damit zu einem Main-Tower Extra. Wir berichten heute live rund um die Mahnwache und um das Schicksal dieser jungen Frau. Tuce hat das Wort Zivilcourage zurückgeholt in unser aller Bewusstsein. Sie wollte einen Streit schlichten und musste offenbar dafür ihr Leben lassen. Vorm Sana-Klinikum in Offenbach steht jetzt mein Kollege Peter Rothkranz unter ganz vielen trauernden Menschen. Peter, wie nimmst du das, was um dich herum es war? Ja, Petra, die Trauer ist natürlich sehr groß. Allein im Internet wurden ja rund 5.000 bis 6.000 Leute angekündigt. So viele sind es, glaube ich, nicht ganz. Aber ich würde sagen, 1.000 bis 2.000 Menschen sind tatsächlich heute hier hingekommen, um Abschied zu nehmen und Tuce die letzte Ehre zu erweisen. Und vor allen Dingen, um der Familie, den Eltern, die hier im Krankenhauszimmer von Tuce sind und ab und zu sich mal an der Scheibe zeigen, Kraft zu spenden, Solidarität zu zeigen. Ich habe mit einigen Leuten schon gesprochen, die mir gesagt haben, wir sind selbstständig, wir haben heute den Mitarbeitern freigegeben. Wir haben das Büro zugemacht und sind aus Stuttgart gekommen, aus Bremen gekommen, eigentlich aus ganz Deutschland, um hier in Offenbach die letzte Ehre, die Solidarität zu zeigen. Und hier an diesen Tafeln werden seit heute Mittag, seit 15, 16 Uhr immer wieder Sprüche dran gepostet. Es wird viel Kraft gewünscht. Hier werden Kerzen niedergelegt, Blumen niedergelegt, also ein wahres Lichtermeer. Und heute vor rund einer Stunde hat sich Ismael Erel, den wir gleich hören werden, auch geäußert, ein guter Freund der Familie, und er hat uns gesagt, wie es denn nun mit Tuce weitergeht. Die Familie hat mich gebeten, vor Ihnen heute zu treten. Zunächst möchte sich die Familie für die Anteilnahme bedanken und auch dafür, dass Sie alle so zahlreich erschienen seid. Es gibt natürlich auch etwas, was die Familie sagen möchte. Außerdem Dank. Der Hirntod, wie Sie wissen, von Tuce ist eingetroffen. Der Hirntod ist festgestellt von mehreren Ärztinnen. Und diesbezüglich hat sich die Familie entschieden, dass die Geräte heute Abend ausgeschaltet werden. Das heißt, Tuce wird nicht maschinell am Leben gehalten. Außerdem gibt es noch Folgendes. Tuce hatte einen Organspendeausweis, den hat sie vor längerer Zeit schon erworben. Tuces Organe werden gespendet. Tja, bewegende Worte, und hier sind überall Tränen, hier ist große Trauer, hier fallen sich fremde Menschen um den Hals. Und die große Frage, die bei solchen Taten natürlich immer ist, ist das große Warum? Und neben mir ist nun Stefanie Fink. Sie sind aus Bad Vilbel hier angereist. Richtig, ja. Warum diese Solidarität gegenüber einem Menschen, den man ja so persönlich jetzt gar nicht gekannt hat? Also, ich spiele in Gelnhausen Fußball. Und obwohl ich sie überhaupt nicht kenne, finde ich ihren Mut einfach so. Ich finde es bezaubernd. Also, ich finde es richtig ergreifend und toll. Und ich habe nur eine große Bewunderung, also Stolz auch, richtig Stolz, dass es so tolle Menschen gibt. Wann sind Sie heute hier angereist? Wir sind eben gerade angekommen. Ja, und wir haben auch Kerzen angezündet und meine Freundin, die eigentlich mitkommen wollte, die muss leider arbeiten, hat es nicht geschafft. Und sie hat auch gesagt, bitte mach für mich auch eine Kerze an für sie. Das ist einfach schlimm, dass sowas hier passiert. Frau Fink, wie gehen Sie denn selber jetzt damit um? Die Trauer ist groß, man sieht es. Es ist schwierig. Man redet viel darüber. Man bewundert es, und auch viele kleine Kinder sprechen darüber. Meine kleine Schwester redet mit ihren Freundinnen darüber und bewundern sie auch. Man weiß einfach, glaube ich, gar nicht in so einer Situation, wie man damit umgehen soll, weil es einfach schwer ist. Und wenn man die ganzen Menschen sieht, sieht man doch, dass viele Menschen auf dieser Welt auch noch ein sehr großes Herz haben. Und dass man
wenn man sieht, wie viele Leute und wie viele Nationen so miteinander trauern kann, das finde ich einfach auch schön. Also es macht einen stolz dann, zu sehen, dass viele Leute so Mitgefühl zeigen können und sich auch in die Lage versetzen können. Frau Fink, ganz lieben Dank. Also das ist trotz aller Trauer das Schöne in Anführungszeichen, dass hier die Nationalität wirklich keine Rolle spielt. Ob Türken, ob Deutsche, alle fallen sich um den Hals und wollen der Familie einfach nur eins geben, mit auf den Weg geben, viel Kraft. Und wir melden uns gleich nochmal aus Offenbach und damit erstmal zurück nach Frankfurt. Ganz vielen Dank, Peter. Ganz genau, wir schalten auf jeden Fall gleich nochmal zurück zu euch. Ja, heute vor 2 Wochen, da wollte Tutsche mit ihren 12 Freundinnen, mit ihren Mädels feiern gehen. Sie hatten einen unbeschwerten Abend, haben viel getanzt und viel gelacht. Auf dem Rückweg nach Hause, nach Gelnhausen, da wollte die beschwingte Truppe dann schnell noch was essen gehen und hielt an einem McDonald's in Offenbach an. In den frühen Morgenstunden des 15. November nahm Tutsches Schicksal dort dann seinen unbegreiflichen Lauf. Mit einem einzigen Schlag ist Tutsches junges Leben jäh zu Ende. Ein Schlag, weil Tutsche half, weil Tutsche nicht stumm zusah, wenn Unrecht geschah, weil sie die Courage hatte, einzuschreiten. Worte der Trauer und des Gedenkens. Für dich, du stille Heldin, du mutige junge Frau, du schöner und kluger Mensch. Es ist Freitagabend vor genau 2 Wochen. Tutsches Freundin hat Geburtstag. Ein gutes Dutzend Mädchen, sie feiern ausgelassen, erst zu Hause in Gelnhausen, später in einem Club in Frankfurt. Auf dem Nachhauseweg, es ist jetzt nach 3 Uhr am Samstagmorgen, fahren die Freundinnen noch bei McDonald's in Offenbach vorbei. Hier kreuzen sich die Wege. Von Tutsche, der fröhlichen jungen Frau aus Gelnhausen, die Lehrerin werden will, und von Sanil M. aus Offenbach, ein polizeibekannter Schläger. Er und seine Freunde sollen schon vorher rumgepöbelt haben. Sie sind betrunken. 3 von ihnen, so wird später erzählt, belästigen 2 Mädchen auf der Toilette. Tutsche greift ein. Und hat gesagt, was ist da los? Was macht ihr da? Die waren in der Damentoilette drin, haben Mädchen dort belästigt auf der Toilette. Tutsche hat halt gesagt, die sollen damit aufhören, die sollen die Mädels in Ruhe lassen. 2 Männer kommen Tutsche zur Hilfe. Daraufhin verlassen Sanil M. und seine Freunde den McDonald's widerwillig. Wir sehen uns draußen, soll der 18-Jährige noch gerufen haben. Die McDonald's-Crew will davon nichts mitbekommen haben. Nach unseren bisherigen Ermittlungen bzw. auch nach den Befragungen hat es wohl tatsächlich eine Ermahnung gegeben seitens der Schichtführerin, als der mutmaßliche Täter und seine Begleiter zunächst an der Theke standen und sich lautstark beschwert haben über eine Bestellung, die nicht schnell genug kam. Dieser Ermahnung haben sie auch zunächst Folge geleistet. Im späteren Verlauf soll es laut Zeugenaussagen von mehrfacher Seite unter anderem natürlich auch zu einigen Pöbeleien innerhalb des Restaurants gekommen sein. Das war aber für unsere Mitarbeiter von der Theke aus leider nicht ersichtlich. Einige Zeit später, kurz nach 4, Tutsche und ihre Freundinnen wollen nach Hause. Doch auf dem Parkplatz warten die Schläger auf sie. Die Bilder der Überwachungskamera liegen der ARD vor, zeigen dürfen wir sie nicht. Darauf zu sehen 2 Gruppen, die sich gegenüberstehen, offenbar fliegen Beleidigungen hin und her. Tutsche, die einen Schritt macht, ein Mann, der sie schubst oder schlägt, das ist nicht genau zu sehen. Und Tutsche, die hinten überfällt, starr wie ein Baum auf den Hinterkopf. Und sie ist mit einem einzigen Schlag ist die in diese momentane Lage versetzt worden von diesem, ja, ich weiß nicht, was es ist. Also für mich ist es kein Mensch. Der mutmaßliche Täter Sanil M. sitzt in U-Haft. Die Polizei sucht trotzdem noch nach Zeugen, vor allem nach den 2 Mädchen, 13 bis 16 Jahre alt, die auf der Toilette belästigt wurden. Unsere Ermittler vom Kommissariat für Kapitaldelikte haben viele Zeugen schon vernommen dazu, haben auch die Vernehmungen verglichen und versuchen jetzt da ein klares Bild rauszukriegen. Es ist natürlich möglich, dass der eine oder andere, der zum Tatzeitpunkt im Restaurant anwesend war, sich noch nicht bei der Polizei gemeldet hat. Und auf dessen Aussage wären wir natürlich auch angewiesen. Deswegen bitten wir diese Leute, sich bei uns zu melden. Gestern, 2 Wochen nach der Prügelattacke, erklären die Ärzte Tutsche für hirntot. Was bleibt, ist die Erinnerung an ihren Mut und ihre Stärke.
Ja, sie hat Deutsch und Ethik studiert und eigentlich wollte sie Lehrerin werden. Sie hat sich eingesetzt für ihre Mitmenschen, hat ihre Mäuse als Kind aus dem brennenden Elternhaus gerettet, hat Klavier gespielt und war zierlich und klein, aber doch unheimlich stark. All das ist jedenfalls das Bild, was Angehörige und Freunde von Tutsche zeichnen. Das Bild einer jungen Frau, für die Lebenslust und Freundschaft offenbar ganz zentrale Pfeiler in ihrem Leben waren. Tutsche im Kreise ihrer Lieben. Ein Foto aus unbeschwerten Tagen. Tutsche war oft mit ihren Freundinnen unterwegs. Zwischen der jungen Frau und ihren Mädels passte kein Blatt. Hier in der Brathähnchenfarm in Steinau an der Straße hat Tutsche gejobbt. Ihre Chefin ist tief bewegt. Heute ist ihr 23. Geburtstag. Wir wünschen ihr alles Gute und hoffen, dass sie aufwacht. Eine enge Bekannte von Tutsche schreibt heute auf Facebook: Du bist eine Freundin, die es sehr selten gibt. Jeder wusste und kannte dich als die starke Frau, die sich nichts sagen lässt. In mir lebst du weiter für immer und ewig. Mein Herz und meine Seele werden dich nie vergessen. Tutsche ist eine zierliche, lebensbejahende Frau. Mit ihren Freundinnen geht sie feiern. Die Wochenenden gehören ihrer Clique, mit Spontanausflügen in Erlebnisparks einfach raus. Das Leben schmecken, fühlen, riechen. In diesem Restaurant bediente Tutsche die Gäste. Sie war eine aufgeschlossene junge Frau. Das Mädchen ist so toll. Die hat all diese Jahre nicht einmal gefällt. Als sie Stunden später nicht zur Arbeit kam, wusste ich, es ist was Schlimmes passiert. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen. Wir fassen es alles immer noch nicht. Zu Geburtstagen ihrer Freundin steht Tutsche stundenlang in der Küche, backt Cake Pops, ihre Spezialität. Tutsches Eltern ermutigen sie, ihren Weg zu gehen. Bei ihrer großen Schulabschlussfeier spielt die junge Pianistin ihren Lieblingssong. Tutsche entscheidet sich später für ein Lehramtsstudium mit Deutsch und Ethik, pendelt von ihrem Heimatort Gelnhausen nach Gießen an die Justus-Liebig-Universität. Tutsche will für etwas stehen, junge Menschen soziales Miteinander beibringen. Während der bangen Tage im Krankenhaus erzählt uns ihr Onkel, wie viel Tutsche noch vorhatte. Hat viele Pläne gehabt, hat einen Freund gehabt, der in 2-3 Wochen um ihre Hand bitten wollte. Wir stehen alle jetzt da und ja, uns sind einfach schockiert. Ja. Auf einer öffentlichen Facebook-Seite berichten Tutsches Freunde mit Fotos und Videos über sie. Viele fordern jetzt das Bundesverdienstkreuz für sie. Heute hätte Tutsche ihren 23. Geburtstag gefeiert. Ihre Freunde denken nicht nur im sozialen Netz an sie. Denn die Party war schon geplant, die Torte bestellt. Wir stehen alle unter Schock, wir sind so traurig darüber, dass sowas überhaupt passieren kann. Und dass sowas überhaupt Tutsche passieren kann, weil Tutsche ist einfach ein Engel. Das ist unverständlich für uns, sowas. Doch Tutsches Träume, ihre Lebenspläne, sie wurden zerstört mit nur einem einzigen Schlag. Jawohl, und damit schalten wir nochmal zu meinem Kollegen Peter Rothkranz live vor das Sana-Klinikum in Offenbach. Peter, was gibt es Neues bei dir bei der Gedenkfeier? Ja, es ist jetzt wohl einer der bewegendsten Momente hier, Petra, meine Damen und Herren. Die Mutter von Tutsche und eine weitere Person zeigte sich gerade am Fenster. Es ist wohl der Schwiegersohn und alle zeigen hier die Kerzen. Man kann es jetzt hier leider schlecht sehen. Die Kerzen zeigen nämlich eigentlich den Namenszug Tutsche und ein Herz. Und ja, haben jetzt einfach mal eine stille Gedenkminute und lassen die Bilder mal auf uns wirken, während die Familie oben sich am Krankenhausfenster zeigt. Wir zeigen Ihnen jetzt nochmal das Zimmer, wo die Mutter von Tutsche ist.
jetzt können Sie einmal eben. Also ich höre gerade hier von jemandem, der die Familie wohl kennt, dass der Hund von Tutsche wohl auch die Genehmigung ist vom Krankenhaus erteilt worden, mit ins Zimmer durfte. Und wir werden gleich noch einmal uns hier aus Offenbach melden. Ganz vielen Dank mit bewegenden Informationen und Bildern. Peter Rothkranz, wir kommen gleich auf jeden Fall im Laufe der Sendung nochmal zu dir zurück. Ja, Tutsche A. ist hirntot. Das bedeutet im medizinisch-wissenschaftlichen Sinne, sie ist wirklich tot. Wie wir eben nun erfahren haben, sollen ja die lebenserhaltenden Maschinen, an denen sie noch angeschlossen ist, heute im Laufe des Abends bereits abgeschaltet werden. Das ist eine Entscheidung, die für die Angehörigen eine unvorstellbare Belastungsprobe gewesen sein muss. Erst Fassungslosigkeit, dann Hoffnung. Schließlich jeder Tag ein Stückchen Abschied. Die letzten zwei Wochen für Tutsches Familie. Heute der Tag, an dem sie wohl ganz gehen muss. Auch für ihre Familie. Es ist nur für die Angehörigen sehr schwierig, weil sie den Tod nicht begreifen können. Weil der Patient, er ist noch warm, weil er nicht noch durchblutet ist. Und er atmet auch noch, auch wenn das die künstliche Maschine ist. Die Maschine macht die Atmung künstlich, also er atmet ja nicht selbst. Ein Schlag gegen Tutsches Kopf. Dann der Fall auf das harte Pflaster in der Tatnacht. Er verursacht offenbar ein schweres Hirntrauma. Die junge Gelnhäuserin wird notoperiert. Die Ärzte kämpfen, aber ihre Hirnverletzungen sind schwerwiegend. Tutsche bleibt im Koma, wacht nicht auf. So, dass man Patienten ja jeden Tag neurologisch auch untersucht, ob er wach ist. Man versucht ja, einen Kontakt zum Patienten aufzubauen, dass er die Augen öffnet, Kontakt zu einem aufbaut, eventuell auch spricht. Und diese Untersuchungen machen sie eigentlich standardmäßig bei jedem Patienten, insbesondere auch beim Intensivpatienten. Ein Patient, der hirntot ist, kann keinerlei Kontakt mehr zu ihm aufbauen. Tutsches Hirnfunktionen schon seit einigen Tagen inaktiv. Zu lange. So lange, dass die Ärzte des Sana-Klinikums in Offenbach gestern ihren Hirntod offiziell bestätigen. Auch die vorschriftsmäßige zweite Prüfung von unabhängigen Ärzten ist eindeutig. Tutsche ist tot, nur ihr Körper lebt noch auf künstlichem Wege. Diesen Atemreflex, dieser Impuls, der normalerweise vom Gehirn gesendet wird, der ist beim Hirntod nicht mehr vorhanden. Und das ist das Problem. Das Abstellen des Beatmungsgerätes, es lässt auch die Versorgung der Organe aufhören. All das geschieht innerhalb weniger Minuten und ist unumgänglich. Für Angehörige ist das häufig schlimm, dann zu sehen, wenn dann jemand diesen Schalter, ich sage jetzt mal, diesen Schalter umlegt, wenn er dann halt das Beatmungsgerät abstellt. Es ist einfacher für die Angehörigen dann danach, ihren Verstorbenen nochmal zu sehen, wenn er dann halt auch, wenn wirklich dann der Körper dann halt auch abkühlt, und dann ist es für die Angehörigen einfach wirklich noch mal besser begreiflich. Ein Abschied für die Familie, nicht nur vom Geist, sondern auch vom Körper. Es bleiben die Erinnerungen an ihre Tutsche. Wir gehen weiter zu meinem Kollegen Peter Rothkranz vor die Klinik in Offenbach, denn da geht es bewegend weiter, richtig, Peter? Ja, inzwischen sind noch mehr Menschen gekommen, um hier ihre Anteilnahme zu bekunden. Heute Mittag ist schon ein Flügel hier vor die Klinik geschoben worden. Hier wird gerade gespielt, und zwar das Lieblingslied von Tutsche, was sie selbst bei ihrem Schulabschluss gespielt hat. Das war natürlich ein besonderer Moment für sie, ein besonderer Moment für die Eltern. Und das Lied heißt River Flows in You von Yiruma, wird jetzt von einem guten Freund der Familie gespielt. Ich weiß nicht, ob wir die Klänge jetzt mit dem Mikrofon so einfangen können. Wir versuchen es einfach mal. Ja, die Außengeräusche sind, glaube ich, doch ein wenig zu laut. Hier sind auf jeden Fall überall weiße Ballons, die aber nicht losgelassen werden dürfen. Die sind alle festgebunden, denn wir sind ja an einem Krankenhaus und der Rettungshubschrauber kann wegen anderen Fällen jederzeit an- und abfliegen. Da würden die Ballons natürlich ein Hindernis sein. Aber überall steht hier, den Garten des Paradieses betritt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem Herzen. Und was einem besonders auffällt, wenn man das Datum einmal sieht, Tutsche, geboren am 28.11.91, und eben kein finales Datum, kein Todesdatum, sondern ein Unendlichzeichen. Warum sind Sie heute hier hingekommen? Was war Ihr Beweggrund?
Mein Beweggrund ist, ich bin zunächst Offenbacher Bürgerin und habe das Schicksal von Tutschke verfolgt und war sehr ergriffen diesbezüglich und möchte einfach auch mit dieser Mahnwache ein Statement setzen gegen Gewalt. Und ich habe auch mit den jungen Leuten, die hinter mir stehen, sehr lang und ausgiebig gesprochen und habe ihnen versucht, von meiner Seite aus zu vermitteln, dass man Zivilcourage bewahren muss, auf jeden Fall im Leben, aber nie ganz alleine an die Front gehen darf, also wenn ich es mal so salopp formulieren darf, sondern sich Gleichgesinnte sucht. Hätte Tutschke vielleicht noch einen Partner gehabt, der einen oder eine Freundin, wie dem auch sei, die Polizei hätte alarmieren können, hätte vielleicht auch noch Schlimmeres vermieden werden können. Aber ganz alleine, das ist natürlich Zivilcourage par excellence. Und ich, mein tiefstes Mitgefühl den Eltern, der Familie, den ganzen Freunden, die sich hier versammelt haben und auch diesen ganzen Menschen, die sich aufgemacht haben, um Anteil zu nehmen. Das ist ein ganz tolles Signal. Und Leute in Deutschland, bitte weiter so, habt Zivilcourage, kriegt euren Arsch hoch und protestiert einfach gegen Gewalt. Das hat keinen Platz in unserem Leben, auch nicht in unserer Gesellschaft. Weder in der deutschen noch in der ausländischen Gesellschaft. Wir halten alle zusammen, wir müssen alle zusammenhalten und auch eine Humanität bewahren und wehren. Und das ist ganz wichtig. Diese Message möchte ich rüberbringen. Es gibt nur eine Welt, das haben Sie gerade sehr schön formuliert. Als Sie zum ersten Mal von diesem Fall gehört haben, wie sind Sie denn damit umgegangen? Ich war irritiert, ich war betroffen, ich musste zunächst recherchieren, Hintergrundinformationen rauskriegen, aber naja, die junge Frau war auf der Intensivstation, man hat auch relativ spärliche Informationen erhalten, wohlweislich, auch verständlich, weil es wird ja so viel hypothetisiert und auch dann Negatives in den Medien und in der Presse gestreut, um das zu vermeiden. Aber final habe ich das gestern von Bürgermeister Peter Schneider erfahren. Ich war dort in einem Jugendhaus. Ja, ich habe bekommen nur das Zeichen, wir müssen langsam. Ja, dass heute die Mahnwache ist und das habe ich auch sofort gepostet und auch bitte die Menschen gebeten, hierher zu kommen um 18 Uhr und bitte daran, möglichst vielschichtig teilzunehmen und ein Signal zu setzen gegen Gewalt. Wunderbar, haben Sie lieben Dank. Danke. Bis 20 Uhr ist hier noch die Mahnwache, ist die Gedenkfeier. Kommen Sie vorbei, spenden Sie der Familie Kraft. Jeder, der hier mehr ist, ist genau richtig am Platz. Das war live aus Offenbach für meinen Tower Peter Rothkranz. Und damit zurück zu dir, Petra. Ganz vielen Dank für deine Informationen und für diese Messages. Ja, in diesen Minuten wird in Wiesbaden die höchste Auszeichnung des Landes Hessens an Angela Merkel verliehen, die Wilhelm-Leuschner-Medaille. Auch dort in der Staatskanzlei soll im Rahmen einer Schweigeminute an Tutschke gedacht werden. Und heute Nachmittag zeigte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier seine Anteilnahme für Tutschke. Ich möchte der Familie, aber auch allen anderen sagen, diese schreckliche Tat und ihre Folgen hat uns bestürzt. Das macht einen fassungslos und vor allen Dingen unendlich traurig. In diesen Stunden sind unsere Gedanken bei den Eltern, die ihr Kind verloren haben, bei den Angehörigen, bei den Freunden. Ihnen allen möchte ich persönlich, aber auch im Namen des Landes Hessen sagen, dass wir in diesen Stunden bei Ihnen sind und unsere tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Tutschke wäre heute 23 Jahre alt geworden. Ihr Schicksal muss uns Verpflichtung sein, mit aller Kraft stets dafür einzutreten, dass Gewalt, egal unter welcher Flagge sie daherkommt, in unserem Staat und in unserer Gesellschaft keinen Platz haben darf. Das Bundesverdienstkreuz wird durch den Herrn Bundespräsidenten verliehen. Aber ich habe die Absicht, dem Herrn Bundespräsidenten einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Ja, Sanel M., der junge Mann, der Tutschke mit einem einzigen Schlag offenbar so sehr verletzt hat, dass sie an den Folgen nun stirbt, sitzt in der JVA in Wiesbaden in Untersuchungshaft. Er ist polizeibekannt, auch für Gewalttaten, aber der 18-Jährige, der gilt nicht als sogenannter Intensivtäter. Trotzdem fragen sich die Menschen überall in der Republik und in Hessen, wie kommt es bei einem jungen Erwachsenen zu so roher Gewalt und wie hätte man diese verhindern oder ihr eventuell vorbeugen können?
Der Boxclub Nordend in Offenbach. Seit 1987 die Anlaufstelle für Teenager, die mit dem Gesetz in Berührung kamen. 100 Jugendliche gehören zum Kern der Sportler. Die Trainingszeiten müssen sie sich verdienen. Durch Engagement, Respekt und Zuverlässigkeit. Trainiert werden sie von Peter Firner, der Sport für die Jugendlichen die Möglichkeit, Regeln zu erlernen. Wir probieren hier was. Wo man was probiert, kann man auch Fehler machen. Aber wo man nichts probiert, da verwaltet man und da verändert man nichts. Und dann entstehen gewisse Karrieren. So wie die von Sanel M. Der 18-jährige Offenbacher ist mehrfach vorbestraft, gilt als äußerst aggressiv. Mit wohl einem Schlag streckte er Tutsche A. wutentbrannt nieder. Und das gerade mal eine Woche, nachdem er einem anderen den Kiefer brach. Für Sozialpädagoge Peter Firner hat der Staat im Fall von Sanel M. schwere Fehler gemacht. Ich bin mir sicher, an dieser Karriere waren auch viele verschiedene staatliche Institutionen beteiligt gewesen. Das heißt also, der junge Mann war bestimmt schon, wenn er Intensivtäter ist, sozusagen wurde durch bestimmte Kräfte auch betreut. Und da muss man doch einfach dann auch mal kritisch mit diesem System umgehen und sagen, wie kann es sein, dass so jemand in dieser Art und Weise an diesem Abend oder an diesem Morgen da noch tätig werden konnte? Tutsche A. wurde Opfer, weil sie andere Mädchen schützen wollte. Kein Einzelfall. 2008 stellt sich Fabian Salazar Remi in einer Bensheimer Diskothek schützend vor ein bedrängtes Pärchen. Die Täter warten draußen auf den damals 29-Jährigen, prügelten und traten immer wieder auf Fabian ein, bis er bewusstlos war. Erst dann ließen sie ihr wehrloses Opfer zurück. Fabian starb am 25. Oktober 2008. Vor Gericht zeigten sich die Schläger unbeeindruckt. Fabians Vater war fassungslos über das skrupellose Verhalten. Ich bedauere sehr, ich sehe nicht, dass die irgendwo die Täter eine Reue zeigen. Ich glaube an Gerechtigkeit, auch wenn die es nicht verstanden haben, dass es ein Gesetz gibt, eine Gerechtigkeit gibt. Die zeigen keine Reue. Von Reue auch bei Sanel M. keine Spur. Besonders verachtend, in sozialen Netzwerken verhöhnen seine Freundin Tutsche, rechtfertigen sogar die Tat. Es ist einfach unerträglich, dass sich manche Leute hier in Deutschland noch das Recht herausnehmen, selbst wenn solche Dinge noch passiert sind, sich noch irgendwie hämisch oder respektlos gegenüber den Angehörigen oder nach so einer Tat überhaupt noch in so einer Form zu äußern. Und das zeigt einfach nur, welchen Respekt sie hier, sage ich jetzt mal, in unserem Land vor bestimmten Institutionen auch haben, dass sie sich einfach sehr sicher fühlen und sagen, es ist mir eh alles scheißegal, mir passiert sowieso nichts, ich bin der Größte und mir kann keiner was. Und das kann ja nicht sein. Im Boxclub lernen die Jugendlichen deshalb, ihr Leben neu zu strukturieren, anderen mit Respekt gegenüberzutreten. Doch für Härtefälle gibt es für Peter Firner nur eine Lösung. Bestimmte Leute in unserer Gesellschaft, die verstehen nur eine Sprache. Das ist nicht der überwiegende Teil, aber es gibt einen bestimmten prozentualen Anteil, auch von Jugendlichen, die auffällig sind. Die verstehen eine Sprache und diese Sprache ist nicht ständig rumeiern oder rumreden. Da müssen ganz klare Konsequenzen folgen und diese Konsequenzen müssen ihnen wehtun. Welche Konsequenzen der mutmaßliche Täter Sanel M. zu befürchten hat, wird sich bei der Anklage der Staatsanwaltschaft zeigen. Jawohl, bei mir im Studio zu Gast ist Ulrich Warnke von der Opferschutzorganisation Weißer Ring. Guten Abend, Herr Warnke. Guten Abend. Schön, dass Sie bei mir sind. Herr Warnke, als allererstes mal, weil das ja nun doch eine sehr, sehr emotionale Sendung ist. Wir sehen sehr viele emotionale Bilder vom Klinikum Offenbach, von der Mahnwache davor. Wie tangiert Sie das persönlich? Wie nehmen Sie das persönlich wahr? Was empfinden Sie, was den Fall Tutsche betrifft? Also ich bin natürlich, wie wahrscheinlich alle, unglaublich schockiert von dieser brutalen Tat an einer jungen Frau, die nichts anderes getan hat, als anderen zu helfen. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr froh und auch berührt über dieses hohe Maß an Anteilnahme, an Solidarität für die Familie. Das gibt einem doch so ein klein bisschen den Glauben an die Menschheit zurück, den man ja bei so einem Fall fast verlieren könnte. Und den Sie natürlich als einer der Leiter des Weißen Ringes auch sowieso, Sie sind ja ständig mit solchen Straftaten auch konfrontiert. Das ist wahr. Schwer da den Glauben zu behalten. Gibt es bei solchen Fällen, die derartig spektakulär sind, die so viel tatsächlich auch Aufmerksamkeit bringen, gibt es ja immer wieder die Frage, gäbe es theoretisch eine Möglichkeit, so etwas vorzubeugen, so etwas zu verhindern? Was fordern Sie, was fordert der Weiße Ring da? Also Prävention muss in so einem Fall passieren. Und wir haben es mit der Jugendgewalt, wir haben es mit einem Phänomen zu tun, dass die Gewaltbereitschaft immer weiter steigt. Die Hemmschwelle sinkt immer mehr.
Und es wird dann auch ziemlich roh auf die Opfer eingeschlagen, eingetreten, selbst wenn sie noch am Boden liegen, mit den Füßen auf den Kopf, an das Gesicht. Und mit dieser zunehmenden Verrohung, da muss unsere Gesellschaft sehen, wie sie damit umgehen möchte. Und das geht nur durch Prävention. Wir haben das in dem Beitrag gesehen. Boxveranstaltungen sind eine Möglichkeit. Es darf da nichts unversucht bleiben. Aber in so einem Fall wie von Sanel M., diesem 18-Jährigen, da ist nun bekannt, der ist mehrfach gewalttätig aufgefallen. Der war Polizei bekannt, wenn auch kein Intensivtäter. Wie hätte da Prävention in so einem Fall konkret aussehen können? Also Rohheitsdelikte kündigen sich an. Eine kriminelle Karriere, die dann auch in so einer Tat dann gipfelt, fällt nicht aus heiterem Himmel heraus, sondern sie kündigt sich an und steigert sich mit der Zeit. Das heißt, man muss sofort beim ersten Rohheitsdelikt ein ganz besonderes Augenmerk auf solche Täter richten. Wir haben ja hier in Frankfurt das Haus des Jugendrechts. Das ist eine sehr gute Einrichtung, die aber nicht flächendeckend implementiert ist. Sobald so Anzeichen für auch bereits in der Schule mangelnde Empathie, mangelndes Mitgefühl mit anderen Menschen, hohe Gewaltbereitschaft, das muss ein Warnsignal sein, damit dann Polizei, Justiz, Schule, Elternhaus reagieren. Nicht, wenn es erst zu spät ist. Wie in diesem Fall, wenn es zu spät ist. Herr Warnke, wie geht das jetzt weiter in Sachen Opferfamilie, Tutsches Familie? Was können Sie tun? Was wird für diese Menschen jetzt getan werden, damit die über dieses traumatische Erlebnis und über diesen Verlust in irgendeiner Form hinwegkommen? Ja, wir haben natürlich Kontakt aufgenommen mit Tutsches Familie. Über die Kriminalpolizei haben unsere Hilfe angeboten. Die ist dort auch dankbar akzeptiert worden. Die Familie braucht jetzt natürlich Zeit, um die Angelegenheiten zu regeln. Dann werden wir in Kontakt treten und unsere sämtlichen Hilfsangebote, die wir haben, hier ausschöpfen. Das fängt an mit finanzieller Unterstützung, Beratung, juristische, psychologische Hilfe bis hin natürlich auch zur menschlichen Begleitung. Und Hilfe dabei, diesen Prozess, der natürlich auch auf die Familie zukommt, durchzustehen. Das wird eine schwere Prüfung nochmal. Ganz vielen Dank, Herr Warnke, für Ihre Informationen und auch für Ihre Gefühle, die Sie mit uns geteilt haben. Danke sehr. Ja, bei Tutsche A. über einen Fall zu sprechen, das klänge eigentlich zu distanziert. Tutsches Schicksal ist es, was Menschen eben in ganz Hessen und inzwischen auch Menschen in ganz Deutschland so tief bewegt. Tutsche hat sich für Fremde eingesetzt, sie hat versucht zu helfen, sie hat sich in den Weg gestellt und sich eben nicht einschüchtern lassen. Und das ist die Botschaft, die uns offensichtlich alle doch sehr bewegt. Die Anteilnahme an Tutsches Tod ist riesig, bundesweit. Auch in der Türkei bewegt die Geschichte der tapferen Studentin. Bruder Paulus kennt sich aus in der Trauerarbeit, auch religionsübergreifend. Ihn wundert die große Anteilnahme nicht. Ich glaube, dass Tutsche für einen Menschen steht, der sich eingesetzt hat für andere und dabei tragisch jetzt zu Tode gekommen ist. Und das berührt, glaube ich, jeden Menschen, weil jeder möchte gerne helfen. Jeder weiß, dass Helfen manchmal gefährlich ist. Und Tutsche steht dafür, dass jemand auch bereit ist, sogar sein Leben dann einzusetzen dafür. Gestern eine Mahnwache ihrer Studienkollegen in Gießen. 400 Personen sind gekommen. Beileidskundgebungen auf Facebook, mittlerweile mehr als 90.000. Tutsches Tod bewegt. Eines möchte ich noch sagen. Ich möchte den Eltern von Tutsche zu ihrer Tochter gratulieren. Sie haben wirklich alles richtig gemacht. Sie haben ein großartiges Mädchen großgezogen. Darauf können sie stolz sein. Doch kommt das alles bei den Eltern auch an? Wenn die Tochter jetzt stirbt an ihrem Geburtstag, dann geht sie zwar von dieser Welt, aber sie ist in den Herzen von ganz vielen Menschen, sogar von ganz vielen Menschen, die sie persönlich gar nicht gekannt haben. Und das ist schon so ein Anfang von Erfahrung von Auferstehung. Die Trauer und der Schock sind groß, besonders für die Angehörigen. Der Leichnam wird obduziert, dann die Beerdigung. Wenn das alles vorüber ist, bleibt so ein Schock fast über ein Jahr. So weiß ich aus der Erfahrung immer wieder, verdrängt man das, dann kommt es wieder auf und dann braucht man einfach Menschen, die bereit sind, die Geschichte immer wieder neu zu hören, immer wieder neu mitzuweinen. Tutsche wird als Heldin und Engel gefeiert. Doch sie wird fehlen, nicht nur den Angehörigen und ihren Freunden.
Und damit schalten wir nochmal zu Peter Rothkranz nach Offenbach zur Mahnwache für Tutsche A. Peter, sind denn noch viele Menschen dazugekommen? Ja, Petra, ich glaube, der Menschenstrom, der hört gar nicht auf abzureißen. Also wir sind hier jetzt im vierstelligen Bereich, also hier dürften 1500, 2000 Menschen da sein. Einer, der jüngst dazugekommen ist, das ist Thomas Klemm, sind hier gerade angekommen. Wie haben Sie das jetzt gerade wahrgenommen hier an den Straßen? Zutiefst beeindruckt. Ich komme vom Bahnhof, vom Kaiserlei-Kreisel hierher und man hat es schon an der zweiten Ampel, an dem Kreisel, wo es hier runtergeht, gesehen, dass der Strom hierher geht, Autos, Fußgänger, alle Straßen voll, jede Menge Leute da. Ich vermute, Publikum ist nicht nur hier auf dem Platz, das ist drumherum. Also halb Offenbach ist wahrscheinlich auf dem Bein. Was ist denn Ihr Beweggrund, hier hinzukommen? Als ich das zufällig mehr erfahren habe in den Medien, ist mir natürlich sofort der Film wieder losgelaufen, als man mich angegriffen hat, ein Schläger. Sie haben es mir gerade erzählt, vor 2 Jahren war das, als Sie selber Opfer wurden. Ja, und ich habe damals auch einige Verletzungen davongetragen, die waren längst nicht so tragisch, aber ich war auch im Krankenhaus deswegen. Und da ist halt bei mir einer der Knöpfe im Leben dazugekommen, draufdrücken und der Film läuft. Wie gehen Sie jetzt hier mit Tutsche und mit der Familie und der ganzen Trauer um? Ich bin nicht persönlich betroffen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was bei den Leuten abläuft. Es ist ein Spektrum von Ohnmacht bis Wut, was so hin und her geht bei mir. Und so manchmal Hoffnungslosigkeit, aber das Einzige, was wir jetzt der Familie noch geben können, ist hier sein und die Lichter hochhalten. Ganz lieben Dank, Herr Klemm. Ja, Sie sehen es, also Hunderte, Tausende von Menschen halten ihre mitgebrachten Kerzen hoch. Ein letztes Geleit, Abschied von Tutsche. Und wir zeigen Ihnen nochmal die sehr bewegenden Momente hier, die der Familie vor allen Dingen einspenden sollen. Viel Kraft.